Dieses Video ist hochspannend. Zumindest bewerte ich das so. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir damit gehen wird. Meine Theorie ist, dass ich hier den Kern unseres Seins berühre, unseren grundlegenden Lebensfluss. Oder man könnte auch natürliche Wachstumsspirale dazu sagen. Ich beschreibe diesen Lebensfluss im komplett gelösten Zustand, also nur mit den lächelnden Gesichtern. Unsere Schmerzerlebnisse und ihre Wirkungen auf unser Gehirn sind hier jetzt noch nicht mit einberechnet. Das werde ich dann ab dem übernächsten Installationsvideo Nummer 12 machen. Diese heutige Beschreibung eines gelösten Zustandes ist ein reines Angebot an dich. Keine Behauptung, nichts Wissenschaftliches, einfach nur ein Angebot. Es ist eine Art Lebensformel, die man auf alles übertragen kann, das behaupte ich zumindest. Ob sie wirklich auch für dich die Realität abbildet, das kannst natürlich nur du dann prüfen. Mir erscheint es jedenfalls so, als ob wir eine Schatztruhe aufklappen, ganz genau reinschauen, jeden kleinen Schritt durchdenken, dabei neu ordnen und dann die Truhe wieder zumachen und die neue Ordnung genießen. Nur wenn es im Alltag ein neues Problem gibt, können wir die Schatztruhe wieder aufklappen, den Inhalt genauer anschauen und ihn an der Stelle besser ordnen, an der er durcheinander geraten ist. Fühlt sich die neue Ordnung an dieser Stelle wieder gut an, dann können wir die Truhe wieder zumachen. Du musst also nicht im Alltag permanent an das Neuresonanzmodell denken und an diesen Lebensfluss. Nur wenn du es möchtest und gezielt ein Potenzial neu entfalten willst, oder wenn du irgendwo stecken bleibst und ein Problem hast, dann kannst du die Schatztruhe aufklappen, das Wichtigste mit Hilfe des Neuresonanzmodells besser ordnen und dann den Deckel wieder schließen. Für das Leben deiner Alltagsroutine brauchst du es nicht unbedingt. So wie du bei deinem Auto auch nicht permanent unter die Motorhaube schauen musst, wenn du Auto fahren willst. Nur wenn du den Motor verbessern willst oder einen Motorschaden reparieren möchtest, musst du die Haube dazu aufklappen. Also stell dir vor, dass wir in weiter Ferne deine schöne, runde Kugelschatztruhe sehen und nun auf sie zufliegen und sie öffnen. Ich lade dich dazu ein, als Basis für dein Leben die gelöste Alles-Spielerrolle einzunehmen, die du im vorigen Video kennengelernt hast. Alles gehört dazu. Alles, was existiert, existiert. Alles, was geschieht, ist geschehen. Alles ist rund. Zu allem sagst du den Zaubersatz und auch das gehört dazu. Dieses große Gebilde soll die Alles-Spielerrolle darstellen. Also dieses Symbol hier in groß, damit auch alles dort reinpasst, was ich dir gleich zeigen möchte. In der Alles-Spielerrolle hast du deinen Blick auf das gesamte Universum gerichtet. Gleichzeitig bist du mit allem, was passiert, im Fluss. Und wenn du dich mal nicht im Fluss fühlst, dann kannst du auch hier zaubern und sagen, und auch dieser Nichtfluss gehört jetzt dazu. Innerhalb dieser allumfassenden Einheit, also innerhalb dieser Alles-Spielerrolle, gehören zwei weitere Rollen dazu. Die Spielerrolle und die Mitspielerrolle. In der Spielerrolle bewertest und entscheidest du, bezogen auf dein eigenes Ziel. In der Mitspielerrolle beobachtest du, dass dein Umfeld bewertet und entscheidet. Und du machst mit. In der Spielerrolle
lenkst du bewusst deine Aufmerksamkeit auf etwas. Es ist so ähnlich, wie wenn du beim Autofahren das Auto selbst steuerst. In der Mitspielerrolle lässt du oft deine Aufmerksamkeit von deinem Umfeld steuern. Der andere Spieler entscheidet durch seine Beschreibungen, Anweisungen und Korrekturen bezogen auf sein eigenes Ziel, worauf du in der Mitspielerrolle deine Aufmerksamkeit lenken sollst, damit du ihm optimal für sein Ziel zur Verfügung stehen kannst. Das ist wie beim Beifahrer. Als Beifahrer im Auto kannst du zwar deine Aufmerksamkeit natürlich selbst lenken, du kannst geradeaus schauen oder rechts aus dem Fenster, aber du kannst nicht entscheiden, in welche Gegend ihr fahrt und welche Gegend du dir anschaust. Das entscheidet der Fahrer. Jetzt kommt etwas ganz Normales. Es ist so normal, dass es uns gar nicht mehr wirklich bewusst ist. Es gibt nämlich einen Anteil in uns, der beobachtet und registriert, ob wir gerade der Autofahrer sind und das Auto selbst steuern oder ob wir der Beifahrer sind und gesteuert werden. Du kannst beobachten, ob du in der Spielerrolle bist oder dich in der Mitspielerrolle fühlst. Welches Ziel, welcher Wunsch, welches Bedürfnis, welche Vision ist jetzt gerade im Vordergrund? Etwas Eigenes, taucht ein eigener Wunsch, ein eigenes Ziel in dir auf und du entscheidest dich in der Spielerrolle selbst für etwas. Zum Beispiel hast du Hunger und isst etwas, du willst einen Film gucken, du checkst deine Mails. Oder ist deine Aufmerksamkeit auf ein fremdes Ziel, auf das Bedürfnis, auf den Wunsch eines anderen Menschen gerichtet? Und du bist in der Mitspielerrolle. Jemand erzählt dir etwas und braucht ein Ohr. Jemand erklärt dir, wie du etwas richtig umsetzen sollst. Jemand hat eine Frage oder bittet dich um Hilfe. Jemand leidet und braucht deine Aufmerksamkeit und so weiter. Jetzt können wir noch genauer hinschauen. Dieser normale Anteil in dir, mit dem du beobachten kannst, ob du in der Spielerrolle oder in der Mitspielerrolle bist, der ist selbst schon in der Mitspielerrolle. Du beobachtest in der Mitspielerrolle, ob du im Auto auf die Fahrerseite oder ob du auf die Beifahrerseite gesetzt worden bist. Du beobachtest in der Mitspielerrolle, wie das Universum oder der Zufall oder dein eigenes weises Unbewusstes für dich entschieden hat, was gerade in deinem Leben passieren soll. Du beobachtest in der Mitspielerrolle, welches Ziel für dich gerade in den Vordergrund gerückt worden ist. Ich habe gerade unser weises Unbewusstes erwähnt. Ein paar Worte dazu. Wir Menschen wissen bis heute nicht, wie unser Unbewusstes gestaltet ist und ob es sich nur innerhalb von uns selbst befindet oder ob es vielleicht auch irgendwie in Resonanz zu unserem Umfeld schwingt. Ob wir mit anderen Menschen verschränkt sind, so wie in der Physik die Quantenteilchen miteinander verschränkt sind. Wir wissen nicht, wo die Grenzen unseres Unbewussten sind. Woher kommt zum Beispiel unsere Intuition? Wieso kann uns unser Bauchgefühl manchmal Dinge voraussagen, die wir niemals hätten wissen können? Woher kommen unsere Einfälle, unsere Ideen, die plötzlich auftauchen? Wissenschaftlich ist das alles weder klar definiert noch klar erforscht. Deswegen wähle ich zurzeit dafür den Sammelbegriff Universum. Da ist für mich alles drin. Sowohl unser individuelles Unbewusstes als auch unser kollektives Unbewusstes, als auch das, was viele Menschen als Zufall bezeichnen und teilweise auch abwerten und andere Menschen als höhere Macht und so weiter. Das hat für mich nichts mit
Esoterik zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass wir Menschen an dieser Stelle keine wissenschaftliche Klarheit haben. Hier gibt es eine Lücke in unserem Wissen. Und diese Lücke fülle ich so lange mit dem Begriff Universum, bis es eine wirklich echte Klarheit darüber gibt, warum ein Zufall oft nicht als Zufall erscheint, sondern auf seltsame Weise wie die Faust aufs Auge passt. Übrigens ist auch dieser Begriff Zufall von Menschen für genau diese Lücke ausgesucht worden. Diese Menschen haben entschieden, dass sie bestimmten Zusammenhängen keine besondere Bedeutung geben. Es war eben nur Zufall. In Wirklichkeit wissen wir nicht, was genau unser weises Unbewusstes ist, was ein Zufall ist oder was das Universum ist. Wir haben eine Lücke in unserem Wissen, die sich allerdings durch die Forschungen in der Quantenphysik über Quantenverschränkungen immer mehr zu schließen scheint. Doch das soll heute nicht das Thema sein. Ich komme zurück zu deiner Mitspielerrolle. Du beobachtest hier an dieser Stelle, ob wie vom Universum gesteuert ein eigener Wunsch oder ein fremder Wunsch in deinem Leben in den Vordergrund kommt. Ob du Spieler oder Mitspieler bist, ob du Autofahrer oder Beifahrer bist. Verspürst du zum Beispiel Hunger, dann ist es ein Bedürfnis deines eigenen Körpers nach Nahrung. Hier hast du ein eigenes Ziel und bist Spieler. Klingelt das Telefon, dann will ein anderer Mensch mit dir sprechen und du machst in der Mitspielerrolle mit. Du beobachtest, was gerade in deinem Leben passieren soll. Du lässt dich sozusagen vom Universum führen oder vom Zufall oder wie du das nennen magst. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Du musst an dieser Stelle gar nicht unbedingt nur mitspielender Beobachter sein. Du kannst dich auch bewusst entscheiden, ob du dich gezielt auf die Fahrerseite setzt oder ob du dich auf den Beifahrersitz setzt. Du kannst entscheiden, ob du dich auf ein eigenes Ziel konzentrierst und dich dadurch in die Spielerrolle begibst oder ob du dich auf ein fremdes Ziel konzentrierst und dich dadurch in die Mitspielerrolle begibst. Nimm hier also die Spielerrolle ein und entscheide, welches Ziel dran sein soll. Oder nimm die Mitspielerrolle ein und beobachte, welches Ziel dran sein soll. Welches Ziel sich wie von selbst oder durch das Universum gesteuert in den Vordergrund bringt. Entweder du entscheidest, ob du dich auf die Fahrer- oder Beifahrerseite setzt, oder du lässt das Universum entscheiden, ob du auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite sitzt. Wir können dieses Spiel sogar immer weiter spielen. Wir können jetzt sogar sagen, auch in diesem Punkt hast du die Wahl. Du kannst selbst entscheiden, ob du selbst oder das Universum entscheidet, welches Ziel dran sein soll. Oder du kannst das Universum entscheiden lassen, ob du selbst oder das Universum entscheidet, welches Ziel dran sein soll. Das ist eine Schleife, die wir bis ins Unendliche fortspinnen können. Und spätestens hier dürften viele der Videogucker inzwischen verwirrt sein und sind aus diesem Entscheidungswirrwarr ausgestiegen. Es wird zu abstrakt und man kann es nicht mehr auf den Alltag übertragen. Deswegen möchte ich es hier vereinfachen, indem ich dir eine neue Sichtweise anbiete. Wie wäre es, wenn wir uns nicht vom Universum als getrennt betrachten, entweder das Universum oder wir selber, sondern wir sind ein Teil des Universums. Ist ja auch logisch. Wir gehören zum großen Ganzen dazu.
Und wenn wir etwas entscheiden, können wir daher gleichzeitig auch sagen, dass das Universum entschieden hat, weil wir ja auch ein Teil des Universums sind und umgekehrt. Deswegen biete ich dir nun für diese Stelle an, es grundsätzlich so zu sagen. Wir als Teile des Universums entscheiden, ob wir selbst oder das Universum entscheidet, und wir sind Mitspieler, ob ein eigenes oder ein fremdes Ziel im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen soll. Du entscheidest, ob du selbst in der Spielerrolle entscheidest oder ob du das Universum beobachtest und mit dem Universum mitspielst. Du entscheidest, ob du entscheidest, ob du Fahrer oder Beifahrer bist oder ob das Universum entscheidet, ob du Fahrer oder Beifahrer bist. In deinem Alltag könnte das zum Beispiel dem Moment entsprechen, in welchem noch kein Ziel da ist oder du in einer Ratlosigkeit steckst und dich fragst, was soll ich tun? Mit dieser Frage hast du dich bereits für die Mitspielerrolle entschieden. Wenn du dich stattdessen fragst, was will ich tun, dann hast du dich für die Spielerrolle entschieden, weil du dich ja hier auf dein eigenes Ziel konzentrierst. Die Zauberfrage, was soll ich tun, das weißt du ja aus den vorigen Videos, die bringt dich automatisch in die Mitspielerrolle. Sie führt dazu, dass du verstärkt dein Umfeld beobachtest und alles in dir abwartet, bis eine Anweisung von außen kommt, welchem Ziel du folgen sollst. Die Zauberfrage, was will ich tun, bringt dich automatisch in die Spielerrolle. Sie führt dazu, dass du dich selbst für ein Ziel entscheidest. Das hier könntest du also als den allerersten Moment betrachten, in welchem du die allererste Entscheidung fällst. Du entscheidest, welche dieser beiden Fragen du stellst. Was will ich tun? Was soll ich tun? Du entscheidest, von wem das nächste Ziel bestimmt wird. Von dir, dann bist du in der Spielerrolle, oder vom Universum, dann bist du in der Mitspielerrolle. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Angenommen, du hast dich an diesem Punkt 1 für die Spielerrolle entschieden. Du willst selbst entscheiden, welches Ziel im Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit steht. Dann entscheidest du als nächstes, ob es ein eigenes Ziel oder ein fremdes Ziel ist. Willst du ein eigenes Ziel erreichen oder willst du einen anderen Menschen bei seinem Ziel unterstützen? Das ist in dieser Lebensformel der zweite Punkt, an dem du dich zwischen Spielerrolle und Mitspielerrolle entscheiden kannst. Welches Ziel willst du im Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit haben? Wir nehmen jetzt einmal an, dass du dich für ein eigenes Ziel entschieden hast, auf das du jetzt deine Aufmerksamkeit richtest. Ich nehme mal ein Beispiel. Du hast dich für das Ziel entschieden, auf dem Trampolin zu springen und dort Übungen zu machen. Eine Seite in dir hat sich dieses Ziel vorgenommen. Nun gibt es noch eine weitere Seite in dir. Diese Seite entscheidet, ob du dich deinem eigenen Ziel in der Mitspielerrolle tatsächlich zur Verfügung stellst oder ob du in die Nichtspielerrolle gehst und dieses Ziel nicht weiter verfolgst. An diesem Punkt fällst du also eine dritte Entscheidung. Du sagst, ich mache mit oder du sagst, ich mache nicht mit. Das ist der dritte Entscheidungspunkt in deinem Lebensfluss. Und hier kommt jetzt eben auch die Nichtspielerrolle ins Spiel. Wenn du sagst, ich mache nicht mit, dann hast du dich in die Nichtspielerrolle hineingezaubert. Ich nutze diesen Moment, um dich an meine Empfehlung aus dem vorigen Video zu erinnern. Ich hatte dort empfohlen, die Alles-Spielerrolle ganz direkt an die Nichtspielerrolle zu verknüpfen. Denn die Nichtspielerrolle kann manchmal im schlimmsten Fall eine Schmerzfabrik sein. Sie kann in uns Schmerzen auslösen, während die Alles-Spielerrolle
dazu in der Lage ist, diese Schmerzen entweder sofort oder allmählich wieder zu heilen. Ein Schmerz in der Nichtspielerrolle entsteht durch den unfreiwilligen Verlust einer Verbundenheit. Wir fühlen einen Verlustschmerz, manchmal sogar einen ganz tiefen Verlustschmerz. Und die Alle-Spielerrolle bietet eine neue Verbundenheit auf einer höheren Ebene an. Wir fühlen uns in der Alle-Spielerrolle mit unserem Verlustschmerz auf einer höheren Ebene integriert. Auf solche Schmerzen und ihre Heilung gehe ich dann, wie gesagt, ab Installationsvideo Nummer 12 genauer ein. Jetzt kommen wir wieder zu unserem einfachen Beispiel mit dem Trampolinspringen. Wenn wir die Alle-Spielerrolle direkt an die Nichtspielerrolle knüpfen, dann bedeutet das nun Folgendes. Eine Seite in dir hat das Ziel, Trampolin zu springen. Nun entscheidet eine weitere Seite in dir, ob du diesem Ziel tatsächlich auch zur Verfügung stehen möchtest oder nicht. Weil du aber gerade gegessen hast und einen vollen Magen hast, entscheidest du jetzt nicht Trampolin zu springen. Und wenn du dich so entscheidest, dann gehört auch das zum großen Ganzen dazu. Du siehst, sobald ich über die Nichtspielerrolle rede, füge ich sofort an, dass auch das dazu gehört. Damit haben wir die Nichtspielerrolle nur kurz gestreift und sind sofort in die heilsame Alle-Spielerrolle gegangen. Wenn du dich an diesem Entscheidungspunkt, also gegen etwas entscheidest, kannst du sofort den Zauberspruch anwenden, dass auch deine Entscheidung gegen etwas dazugehört. Und schon bist du in der Alle-Spielerrolle. Als nächstes entscheidest du wieder, wer über das nächste Ziel entscheidet. Du oder bist du Mitspieler für das Universum? Willst du in der Spielerrolle die Frage an dich selbst stellen, was will ich jetzt als nächstes tun? Oder in der Mitspielerrolle die Frage ans Universum, was soll ich jetzt als nächstes tun? In unserem Alltagsbeispiel, wo du dich inzwischen gegen das Trampolin entschieden hast, entscheidest du dich dieses Mal dafür, dass nun das Universum entscheidet. Du begibst dich in die Mitspielerrolle und fragst das Universum, was soll ich jetzt tun? Dann entspannst du dich und wartest, welches Ziel dir das Universum auf dem Silbertablett serviert. Auf einmal fällt dir ein, dass du ja noch einen Freund anrufen wolltest, um ihn zu fragen, ob er nächste Woche mit dir in den neuen Kinofilm geht. Das Universum hat also entschieden, dir ein eigenes Ziel zu präsentieren und es dir aus deinem Unbewussten auftauchen zu lassen, als Einfall. Übrigens gibt es in diesem Fall den Entscheidungspunkt 2 für dich gar nicht. Denn du hast ja an Punkt 1 entschieden, dass an Punkt 2 das Universum entscheiden soll. Damit hast du dir selbst die Entscheidungsfreiheit bei Punkt 2 genommen. Hier hat das Universum nun für dich entschieden und hat dir die Erinnerung an deinen Freund und an das Kino geschickt. Als nächstes gelangst du nun zu Entscheidungspunkt 3. Du überlegst, ob du dir selbst für dieses Ziel, den Freund anzurufen, tatsächlich zur Verfügung stehst in der Mitspielerrolle. Oder ob du auch hier entscheidest, dieses Ziel nicht weiter zu verfolgen und in die Nichtspielerrolle zu gehen, was ja auch dazu gehört. Du entscheidest dich tatsächlich, in der Mitspielerrolle zu bleiben und dich selbst darin zu unterstützen, deinen Freund anzurufen. Du setzt das Ziel um und rufst deinen Freund an. Er sagt zu und kommt gerne mit. Anschließend hast du das Ziel erreicht. Du brauchst jetzt den Freund nicht mehr anzurufen. Du verfolgst das Ziel jetzt nicht mehr. Das bedeutet, dass du hier ebenso kurz in der Nichtspielerrolle bist. Ein Ziel zu erreichen heißt automatisch Nichtspielerrolle. Ein Wanderer, der sein Ziel erreicht hat, wandert automatisch nicht mehr. Ein Autofahrer, der sein Ziel erreicht hat, bleibt stehen und fährt nicht mehr. Eine Frau, die ihr Baby zur Welt gebracht hat, ist danach
nicht mehr schwanger. Nicht Spielerrolle und damit automatisch alles Spielerrolle. Denn auch das gehört dazu, dass du dein Ziel erreicht hast. Jetzt bist du wieder in der Alles-Spielerrolle. Als nächstes entscheidest du wieder, welche Rolle du als nächstes einnimmst. Willst du in die Spielerrolle gehen, dann fragst du dich selbst, was will ich jetzt als nächstes tun? In der Mitspielerrolle fragst du das Universum, was soll ich jetzt als nächstes tun? Und so weiter. Übrigens, dieses kleine Symbol für die Alles-Spielerrolle entspricht ja auch diesem großen Kreis, diesem riesigen Symbol für die Alles-Spielerrolle. Insofern können wir diesen gesamten Lebensfluss auch so beschreiben. Das hier ist das große Ganze. Aus diesem großen Ganzen kristallisiert sich eine Entscheidung heraus. Eine Entscheidung von dir, ob du in der Spielerrolle oder in der Mitspielerrolle sein willst. Dann beginnt hier der ganze Kreislauf bezogen auf ein bestimmtes Ziel, bis du am Ende wieder bei der Alles-Spielerrolle landest. Also sozusagen im großen Ganzen versinkst, aus dem heraus dann entweder sofort oder nach einer kleinen Weile ein neuer Entscheidungsimpuls geboren wird. Das ist so ähnlich wie das Leben generell. Das ist das große Ganze. Dann wird eine Frau schwanger und in dem großen Ganzen bildet sich ein kleiner Mensch mit einem bestimmten Lebensziel, der heranwächst und sein Leben lebt und am Ende durch den Tod wieder in das große Ganze eintaucht. Jetzt habe ich mich in der Spielerrolle entschieden, das Video an dieser Stelle zu beenden und uns beide damit in die Nicht-Spielerrolle zu bringen, was natürlich auch dazu gehört. Wobei du selbstverständlich das Video erneut abspielen und anschauen kannst oder mittendrin einsteigst. Das entscheidest du, welches Ziel du als nächstes verfolgen willst. Vorher entscheidest du, ob du das überhaupt selbst entscheiden willst oder ob du das Universum entscheiden lässt, wie es nun nach diesem Video für dich weitergeht. Ich habe mich dafür entschieden, dem Universum zu folgen, denn mir hat das Universum bereits schon das nächste Ziel auf dem Silbertablett serviert. Ich fühle, dass das Ziel aus meinem Unbewussten in mir aufsteigt, einen ganz bestimmten Punkt in diesem Lebensfluss herauszugreifen und noch genauer zu beleuchten. Dieser Punkt hat mit Selbstreflexion und mit der Kommunikation mit anderen Menschen zu tun. Ich habe mich entschieden, diesem Impuls in mir tatsächlich auch zur Verfügung zu stehen. Das heißt, dass ich im nächsten Video tatsächlich erkläre, warum in uns eine Selbstreflexion entsteht und was diese Selbstreflexion mit unserer Kommunikation im Alltag zwischen den Menschen zu tun hat. Bis dann!